Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video, passend zur Weihnachtsversion. Ich möchte euch zeigen, ob es sich lohnt, die Fusion zu machen, worauf könnt ihr achten, was können Low-Mid-Game-Spieler mitnehmen und lohnt es sich, diesen Champ fürs Endgame zu machen, beziehungsweise ist es überhaupt es wert, überhaupt fusioniert zu werden. All das klären wir da ab. Fangen wir mal an. Gehen wir als erstes mal über die News, die heute Morgen online gegangen sind. Und zwar, die Feiertage sind im vollen Gange, Zeit für eine besondere Winterfusion. Naja, okay, lassen wir mal so im Raum stehen. Dieses Mal hast du die Chance, einen brandneuen legendären Hochelfen zu fusionieren. Pyxniel, wie auch immer ausgesprochen wird. Und dann brauchen wir wieder mal 4 epische Gems. Und jetzt sieht man ja, dieses Mal gibt es doch Gemeinsamkeit zwischen epischen Gems. 3 der 4 seltenen Gems sind für alle epischen Champions notwendig. Nur der 4. Champion, der seltenen leeren Champ, ist bei jedem epischen Champ ein anderer. Natürlich bedeutet dies, dass du mehrere Ausgaben dieser 3 seltenen Champion brauchst, um jeden epischen zu fusionieren. Der Vorteil ist aber, und das finde ich jetzt gut, wenn jetzt jemand noch nicht so weit ist, kann er sich gezielt einen Champ raussuchen, da er nicht mehr, er kann im Prinzip aus jedem Event den Rare mitnehmen und sich dann den epischen fusionieren, den er haben möchte. Und dann gibt es natürlich die Übersicht, wann welcher Champ hier verfügbar ist. Dazu kommen wir aber gleich in der Übersicht. Gehen wir mal über den Fusionschamp. Bam. Also, ja. Designtechnisch würde ich sagen, gelungen. Das passt. Ein bisschen viel Flair da unten drum, aber ansonsten sieht doch ganz nice aus. Sieht auf jeden Fall böse aus, ja. Das ist schon mal gut. Und wenn wir ihre Base-Set angucken, die 18, na, knapp 19 KLP ist okay, Angriff ist okay, Defense ist gut, Geschwindigkeit ist gut. Und wir haben Widerstand und Genauigkeit mit 30 und 20, aber an großen Ganzen wie immer so lala. Wenn wir die Bewertung anschauen, natürlich immer 5, komischerweise. Macht immer jemand 5 rein. Gehen wir über ihr Kit rüber. Die A1. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 50% einen zufälligen Verbündeten eine Runde einen Verschleierungsbuff zu verleihen. Sie selber kann ihn aber nicht bekommen. Schaden basiert auf Angriff, was ich schade finde. Das hätte ruhig ein Defense-Halt sein können. Dann die A2. Verleiht allen Verbündeten für 2 Runden den großen Death-Steiger-Buff sowie einen Dauerheilungsbuff und greift dann alle Gegner an, die einem Frost-Debuff unterliegen. Verleiht allen Gegnern, die einen Frost-Debuff unterliegen, für 2 Runden einen Schwächungs-Debuff. Der ist dann gebuckt auf 3 Runden CD. Der Skill an sich ist gar nicht so schlecht. Gerade, ja, ich würde sagen, könnte auch in dem Doom-Tower ganz hilfreich sein. Okay, schauen wir mal weiter. Die A3 greift 5-mal zufällig an. 5-mal. Wenn das ein Single-Target-Gegner ist, ich sag nur zum Beispiel Fire Knight oder andere Bosse, 5 Hits sind schon nice. Greift 5-mal zufällig an. Jeder Treffer bietet eine Chance von 30% für eine Runde einen Frost-Debuff zu verleihen. Das ist mit 50% gebuckt. Das heißt, ist ein Gegner frostempfindlich und ihr habt nur einen Gegner, dann sitzt auf jeden Fall der Frost, muss man dazu mal sagen. Verleiht Gegnern, die 2 Treffer abbekommen, mit einer Chance von 100% einen Frost-Debuff. Das heißt, in der Arena gegen 4 Gegner kriegt einer 100%ig Frost. Welcher? Weiß man nicht. Und der ist auf 4 Runden Skill CD bookbar und mit 50% Chance. Schadensteigerung drin. Vielleicht macht er gar nicht so schlecht Damage. Das müssen wir mal gucken. Dann haben wir die Passiv 1 Frostweber. Hat wann immer ein Gegner einen Verbündeten einen Frostdebuff verleiht, eine Chance von 20% den Frostdebuff zu stehlen und stattdessen diesen Champion zu verleihen. Okay. Das heißt, sie bekommt dann den Frostdebuff anstatt der Verbündete oder was? Scheint so. Nein, Quatsch, was sehe ich denn? Ich sollte richtig vorlesen. Wann immer ein Gegner einen Verbündeten einen Frostdebuff verleiht, hat sie eine Chance von gebuckt 35% den Frostdebuff zu stehlen und stattdessen diesen Champion zu verleihen. Ich vermute mal den dem Gegner, nicht ihr selber. Oder? Das wahrscheinlich wieder die Übersetzung hat wohl mehrmals schon, dass es Fail ist. So, und dann hat sie außerdem eine 25%ige Chance, das Rundenmeter dieses Champion jedes Mal, wenn er einen Frostdebuff verhält, um 25% zu füllen. Also wenn sie Frost bekommt, bekommt sie Rundenmeter. Das heißt, gut, das würde mit der ersten synergieren, wenn sie Frost durch einen anderen Champ bekommt, bekommt sie ebenfalls Rundenmeter. Es hat auch keinen Cooldown, der Skill. Hat eine Chance von 35, das sind dann gebuckt 40-50%, diesen Champion zu Beginn jeder Runde alle Frost-Debuffs zu entfernen. Wenn es mehrere Champions mit dieser Fähigkeit im Team gibt, wird nur sie bei einem aktiviert, also nur bei ihr in dem Fall. Und sie hat eine Aura mit Widerstand in den Arena-Schlachten um 80. Okay, also die Aura prädestiniert sich für die Arena. Ihr Kit klingt rund, ihr Kit klingt okay. Im Hinblick darauf, dass ein anderer Champ dazugekommen ist, der ziemlich mit Frost um sich schmeißen wird, oder Tormin, kann sie helfen. Sie ist im Prinzip der Counter zum letzten, zum Tormin.
Muss man sie machen? Definitiv nein. Also sie ist kein Game Changer vom Kit her. Sie bedient aber einen Bereich, der eventuell im Doom Tower euch helfen kann. Und ja, also wer sie schafft, sollte sie wie immer machen. Ich empfehle sowieso jeden Champ zu machen, weil man nicht weiß, ob er mal irgendwo gebraucht wird. Aber was man ganz klar sagen muss, ist jetzt der große Negativpunkt, ihr braucht 18 Bücher, um diesen Champion voll zu booken. 18 Bücher, das ist extrem. Na klar bekommen wir jetzt ein paar mehr Bücher, aber trotzdem sind 18 Bücher schon eine Hausnummer. Und deswegen sollte sich jeder selber überlegen, ob er diese Bücher dann da investieren will. Machen wir den Champion auf jeden Fall. Wenn ich diesen Champion gemacht habe, werde ich natürlich einen Guide hochladen und werde den Champion auch gebookt testen, um euch dann die Entscheidung zu erleichtern, bookt ihr sie oder nicht. So, die Champions, die man dort bekommen kann. Es gibt da noch 4 epische, die schauen wir uns jetzt auch noch an. Und davon sind 2 bei den Bannerlords. Und zwar haben wir einmal den Gerhard der Stein. Punkt. Was für ein Name. Ist ein reiner Angriffsheld. Ja, blau, Affinity. Kein besonderes Kit. Hat 101 Basic, was okay ist. Angriff ist gut, Defense ist gut. LP sind sehr, sehr niedrig. Seine 1 gebuckt 25% Chance, Lähmung zu verleihen. Und wenn das Ziel über mehr Rundenmeter verfügt als 75%, dann hat er eine 100% Chance nicht, aber eine 50% Chance, das Leben den Lähmungsdebuff zu verleihen, gebuckt. Ist okay. Die A2 verleiht diesen Champion für 2 Runden einen Quit-Quoten- und Crit-Damage-Steigerer-Buff und greift dann einen Gegner an, ignoriert 25% des Ziel-Devs. Und wenn der Gegner einen Death-Steiger unterliegt, dann ignoriert er 50% der Ziel-Dev. Also fast den kompletten Death-Steiger. Das klingt okay auf 3 Runden CD. Mal sehen, wie er Damage macht. Und er ist immun gegenüber Angst, wahre Angst, Frost, Provoke, Schlaf oder Lähmungsdebuff. Bei 3 Runden CD. Ich vermute mal, wenn einer dieser Debuffs getriggert wird bei ihm, kriegt er den nicht. Aber dann geht der passiv auf Cooldown. Finde ich schade. Geil wäre, wenn es gegen immer wäre. Also komplett durchgehend. Und er steigert den Widerstand von verbündeten Turm des Verderbnis um 50. Man sieht jetzt die Auren, die kommen dazu für den Turm des Verderbnis. Der wird auch für den Turm der Verderbnis ausgelegt. Also für den Doom Tower der Skill hier. So, generell die Gems, muss man dazu sagen. Generell. Dann haben wir den Alaric. Oder Alaric, den kleinen Pixar mit seinen Zahnstochern. Also er hat ja 2 Schwerter in der Hand und hat trotzdem noch einen Dolch drin. Okay, lassen wir mal so im Raum stehen. Und er hat nur einen, doch er hat 2 Schwerthälfter. Okay, gut, dann passt. Hätte er sein können. Er ist ein Angriffsheld, Base LP, Map, Angriff gut, Defense richtig Map, Geschwindigkeit ist okay und der Rest ist immer so lala. Die A1 greift den Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 50% das Rundenmeter des Ziels um 7,5% zu senken. Senkt das Rundenmeter für jeden Buff, den das Ziel besitzt, um weitere 3%. Also wenn man jetzt beim, keine Ahnung, Fahrenheit mal nur als Beispiel, oder beim Endboss eines Dungeon, oder beim Doom Tower, beim Endboss gibt es nicht jeden, aber beim Doom Tower auf jeden Fall, wenn er dann 10 Debuffs hätte, theoretisch, könnte man 30% plus 7, also 37,5% Rundenmeter mit der A1. Dann haben wir die A2, greift den Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 75% vor dem Angriff 2 zufällige Buffs vom Ziel zu entfernen. Hat das stattdessen eine 100% Chance gebuckt, 2 zufällige Buffs zu entfernen, wenn das Ziel über 4 oder mehr Debuffs verfügt. Also umso mehr Debuffs der Gegner, umso mehr Buffs der Gegner hat, umso höher die Chance. Auf 3 Runden CD, aber auch als Single-Target. Und dann hat er noch ein AOE, die A3, greift alle Gegner an, bietet eine Chance gebuckt von 100% allen Gegnern, einen Angriffsverringer sowie einen Genauigkeitsverringer Debuff zu verleihen. Oh, das ist super. Leider nicht auf 3 Runden CD. Auf 3 Runden hätte es mir besser gefallen. Und dann eine Aura von Fraktionsgruften. Der klingt gut, der Skill. Aber auch kein Game Changer. Nichts Besonderes. So, dann haben wir. Wir gehen gleich nochmal über die neuen Champs drüber. Wir schauen uns erstmal die Champs an, die wir für die Fusion benötigen. Ich muss aber mal durchgucken. Wir haben noch einige neue Champs hier drin. Und zwar die epischen will ich euch zeigen. Gut, dass wir so vorbereitet sind. Wir sind wie immer gut vorbereitet. Gut vorbereitet. So, dann haben wir Balthos Drauglord. Ja, also die Schilde, ja, ist okay, Kit ist okay, sieht ganz nice aus. 18.000 Base HP ist okay, Angriff ist schlecht, Defense ist gut, Geschwindigkeit ist okay. Rest wie immer so lala. Ein Defense-Held und Tote Horde, die A1. Oh, der greift sogar. Schadenbasiert auf Defense, nice. Greift den Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 50% für 2 Runden Angriffsverringer, die wir zu verleihen. Das ist okay, Durchschnitt für den epischen. Dann haben wir die A3 als AOE. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 100% für 2 Runden Quit-Quoten-Verringer Debuff zu verleihen. Okay.
Und dann die A3 zum Schlachthaus. Gebuckt auf 4 Runden. Greift den Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 100% für 2 Runden pro Vogue-Debuff zu verleihen. Halt diesen Champion außerdem um 20% seiner maximalen LP. So. Es ist so, dass zurzeit dieser Magma-Drachen, den kann man provoken im Doom Tower. Dafür finde ich das nicht schlecht. Und er hat eine Defense-Aura in Fraktionskruften. Also ein Kit ist okay. Auch kein Game-Changer. Definitiv nicht. Klingt alles nur okay. Jetzt nichts Wildes. So, und dann haben wir noch den Zwerg Rugnor Goldglanz. Ein Void. Ja. Und zwar Base-LP schlecht, Angriff gut, Defense ist sehr schlecht, Geschwindigkeit ist okay. Und die A1 gibt Entziehen-Debuff mit 60% Chance, ist okay. Die A2 opfert LP im 50% der maximalen LP dieses Champion, füllt das Rundenmeter dieses Champion dann um 75% und verleiht ihm für 3 Runden einen Schildbuff im Wert von 20% der maximalen LP dieses Champions. So, sein Schaden basiert aber auf Angriff. Blöd. Okay, und seine Base-LP sind auch nicht wirklich hoch. Der Schildbuff lässt sich nicht entfernen, das LP-Opfer geschieht auch dann, wenn es diesen Champion umbringt und ignoriert Schild und Blocke Schadenbuffs. Okay, aber kein Unkillable Buff, ganz wichtig. Und wir haben eine A3, verleiht diesen Champion für 2 Runden einen Angriffssteigerer Buff und greift dann einen Gegner an. Okay, bietet eine Chance, gebuckt von 100% einen Schwächungsdebuff zu verleihen und bietet außerdem eine Chance von 100% vor dem Angriff Defense-Bringer zu applyen. Das ist natürlich nice. Jetzt ist die Frage, macht er den Skill zuerst oder den Skill, vermutlich wieder die A2, aber wenn es die A3 ist, wäre es nice, das wäre natürlich super für die Spinne. Wenn jetzt jemand, also ganz normal Spinne, wenn jemand im Early Midgame ist und ein Defense Freeze und Schwäche Champ braucht, ist der genau der Richtige. Das wäre gar nicht schlecht. Okay, also der klingt gar nicht schlecht und der Passive verringert die Abklingzeit der Fähigkeit Glanz der Gier dieses Champion jedes Mal, wenn dieser Champion 15% LP verliert. Egal wie. Der LP-Verlust wird über mehrere Runden Angriffe bzw. Treffer hinweg addiert und ist nicht von Heiling oder anderer LP-Steigerung betroffen. Okay, der LP-Verlust wird über mehrere Runden Angriffe addiert. Okay, das heißt, selbst wenn man sich heilt, es gilt nur einmalig pro Runde wahrscheinlich oder pro Kampf. Und der hat eine Angriff-Aura-Steigerung von Schlachten um 35%. Joa. Das zu dem Champions. Also, wenn ihr mich fragt, welche Champions ich... Alt, wir haben noch die Rares. Die Rares nicht vergessen. Oh, das haben wir fast vergessen. Und zwar, hier unten haben wir noch ein paar Rares. Die drei links hier, das sind alle mistige Rares. Die sind fast wirklich nicht zu gebrauchen. Dann haben wir Geargrinder. Bei Geargrinder ist so, die A1 hat eine Chance auf einen kritisch Griff der Dauerheilung. Die A2 heilt alle und die A3 belebt wieder und gibt Rundenmeter. Finde ich okay für ein Rare. Finde ich okay. Dann haben wir Pantera und der Champ ist ein Champ, den ich, wenn jemand im Fire Knight Probleme aktuell hat, er braucht Multihitter, er hat keinen Multihitter, er hat zwar Gruppenangriff, aber kein Multihit oder was auch immer, dann ist der Panther, Pantera, Pantoffel, Pantera, Pantoffel, auf jeden Fall nice. Warum? Ganz einfach, A1 Triple Hit mit Rundenmeter Reduzierung, A2 Doppelhit mit 100% Chance auf den großen Heilungsverringerungs-Debuff und die A3 verleiht diesen Champion für 2 Runden perfekte Verschleierung, das heißt Damage-Negierung plus 30% reflektiere Schaden. Auch das gibt nochmal einen Zusatz beim Fire Knight. Void, das heißt durchgehend bei jedem Fire Knight verwendbar. Diesen Champ würde ich auf jeden Fall leveln und machen und versuchen zu bekommen, wenn ich Early Midgame wäre. Das wäre für mich ein Pflicht-Champ. Und dann haben wir noch den kleinen Zwerg, der, ja, wie gesagt, Geschwindigkeitsverringerer. Greift alle Gegner an. Das ist okay, aber die Base-Stats sind ganz schlecht. Der Champ ist okay. Also für mich wäre bloß Pantera eigentlich wirklich derjenige, den ich wirklich machen würde. Und dann haben wir noch den anderen hier, das ist Dolchette. Dolchette. Ja. Gehen wir mal auf sie drauf, wenn wir halt. Wenn wir. Welchem Index war sie? Bannerlords. So viele Bannerlords neue, wa? Schauen wir uns auch den Champ. Ups. Einen weiter. So, also ihre Base-Stats. LP-wise sehr gering, Defense sehr gering, das heißt, sie hustet und weg ist sie. Dafür hat sie nur Schadensmultiplikatoren zum Großteil. Das heißt, ja, was ich gut finde bei dem Rare ist die A2. Sie greift alle Gegner an und bietet eine Chance, gebuckt von 75% mit Mastery dann 80% den großen Death-Ringer zu verleihen bei 3 Runden CD. Als Void. Das heißt, hat man das irgendwo keinen großen Defense-Ringer, könnte man sie nehmen vorübergehend.
Ist okay. So, dann hätten wir das Thema der Champions für die Fusion durch. Die anderen neuen Champs stelle ich euch im extra Video vor, weil sonst würde das Video einfach die Länge sprengen. Also, natürlich haben wir dann noch den schönen Fusionsplaner. Ja, jetzt sind wir über die ganzen Champions drüber gegangen. Ich habe euch was vorbereitet und zwar habe ich euch wieder den Fusionsplaner. Hier seht ihr, welche Tränke ihr farmen müsst hier unten. Das heißt, hier könnt ihr genau schauen, ihr braucht jetzt 80 Arkane, 108 mittlere, also 80 kleine Arkane, 108 mittlere und 12 große. Und dann jeweils 40, 36 und 6 von den jeweiligen Affinity-Tränken. Hier oben habe ich euch mal die Champions eingefügt, damit ihr seht, welche ihr wo machen müsst und wie viel Gems ihr zum Leveln benötigt, der einzelnen Champs. Dazu gibt es dann auch noch, wenn man hier unten draufklickt, auf dem anderen Reiter, dann kommt man zum Zeitplaner und dort sieht man dann richtig schön verteilt, wie die Fusion läuft. Ganz wichtig zu erwähnen, bei der Fusion ist, dass ihr bestimmte Ereignisse kombinieren solltet. Zum Beispiel haben wir jetzt hier ganz am Anfang Spinnenwettbewerb und Dungeon-Tauchereignis. Das macht ihr zusammen. Wenn ihr den Spinnenwettbewerb fertig habt, dann macht ihr den Champion-Jagdwettbewerb und das Champion-Ausbildungsereignis. Also jetzt holt ihr euch Champions beim Champion-Jagdwettbewerb, levelt sie und macht dadurch das Dungeon-Tauchereignis fertig. Ja? Und die Artefakte, die ihr dort bekommt, die macht ihr beim Artefakt-Verbesserungsereignis fertig. Also ihr müsst das ein bisschen kombinieren, das macht Sinn, definitiv. So, das heißt, hier oben der Part gehört relativ nah zusammen. Und dann sieht man hier unten, das Champions-Ausbildungsereignis ist sogar mit mehreren Champions gekoppelt. Das heißt, ihr bekommt jeden Champion, nur durch Champion-Ausbildungsereignis bekommt ihr jeweils einmal den, einer der drei, falls ihr nur einen epischen machen wollt. So, und dann haben wir Feuerritter und, also Alaric ist relativ gestreut, da ist es rein nur Wettbewerbe machen. Und dann haben wir wieder bei Gerhard der Stein, dort fällt dann das Drachenwettbewerb auf den Dungeon-Taucher hier oben, ja. Und am letzten, die letzten drei Tage fallen auf das Eisgolem-Event. Also solltet ihr den folgendermaßen machen. Spinnenwettbewerb und Feuerritter macht ihr auf dem Dungeon-Taucher-Ereignis 1. Mit dem oberen Events hier. Und den Drachenwettbewerb und Eisgolem macht ihr zusammen mit dem Dungeon-Taucher-Ereignis 2. Ja? Und wenn ihr die gemacht habt, das Dungeon-Taucher-Ereignis oder beziehungsweise die Eisgolem-Wettbewerbe oder den Drachenwettbewerb, dann geht ihr über ins Champion-Ausbildungsereignis und levelt eure Champions hoch, wo bekommt ihr auch Punkte für euer Dungeon-Taucher-Ereignis. Den Link dazu stelle ich euch wieder in der Videobeschreibung zur Verfügung und dann habt ihr alle Infos, die ihr braucht und dann solltet ihr wissen, was ihr tun sollt. In diesem Sinne, oh, 17 Minuten, Mann, ich will zu lange. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, ob ihr die Fusion machen solltet oder nicht. Lasst mich wissen, ob ihr sie macht. Mich würde interessieren, seid ihr dabei, die Fusion zu machen? Levelt ihr den Champ? Bookt ihr ihn auch? Oder wartet ihr auf das Video ab? Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao, ciao.